Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu RimWorld in der mittlerweile 15. Folge. Ja, unsere Kolonie vegetiert so vor sich hin. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es leben noch alle, es sind noch alle so halbwegs gesund. Und wir haben hier ein Timberwolf rächt sich, das ist nicht so schön. Ein Tier-Timberwolf wurde verletzt und greift jetzt an. Es wird Menschen jagen. Ja, toll, das ist okay. So, gut, komm, den zähmen wir lieber, oder? Zähmung. Nee, komm, jag ihn weiter, das passt schon so. So, gut, genau, Aufgabe Gegenstände hatten wir letztes Mal. Chad Ratz, Vorsitzender der Fraktion Selbstbestimmte Konföderation von Itron, hat uns eine Nachricht geschickt. Sie haben erfahren, dass eine Sammlung von wertvoller Gegenstände, 1200 Euro wert, in einem nahen Versteck darauf gewartet oder gefunden zu werden. Die Sammlung besteht aus Zielgerät, orbitale Strahlenwaffe. Unglücklicherweise wird das nicht lange dort bleiben. Andere Gruppen sind schon auf dem Weg und werden den Ort in 21 Tagen erreichen, wenn wir nicht gehen. Ja, Wertgegenstände ziehen Gefahren an, sei also vorsichtig. Gut. Schauen wir mal, wo das so ist. Gut, das würde sich theoretisch ausgehen. So, komm, da erstellen wir jetzt wirklich eine Karawane, weil es egal ist. Hier einmal hier und Kimmy darf mit und hier Celia und Landale darf auch mit. So, haben wir vier. Ja, komm, Rambo. Gehen wir auch noch mit. So, wir haben jetzt Überlebensrationen. Das ist gut, weil die vergammeln nicht. Das bedeutet, da haben wir immer ganz viel, also das Glück, dass wir da ganz viel mitnehmen können ohne Probleme. Und 5 Medizin machen wir und wir wählen als Route hier das da. So, go. Gut, sehr schön. So, und weiter geht's. Jäger und eine Fernkampfwaffe wissen wir schon. Der wird jetzt eine Fernkampfwaffe bekommen, falls wir sowas haben. Haben wir sowas anzubieten? Nee, glaube nicht. Es sind immer noch viel. Oder die haben wir wahrscheinlich alle schon kaputt gehauen. Ja, egal, komm. So, was haben wir hier eigentlich? Mechanikerwerkbank. Da könnten wir verschiedenste. Wir könnten jetzt natürlich hier auch eine EMP-Handgewehr, Repetiergewehr, Brandgeschosswerfer. Wir könnten hier einen Revolver herstellen. Was kostet denn der? 30 Stahl und 2 Bauteile. Ja, das ist jetzt nicht günstig, aber naja, gut, wir können kommen. Wir machen mal 5 von denen und alle, die hoffentlich Qualität, halbwegs eine Qualität haben. Was haben wir da eigentlich? Übel bis schlecht schmelzen wir ein. Ja gut, übel bis schlecht. Also er wird ja hoffentlich besser als übel sein. Alles andere möchte ich eh nicht. So, ist jetzt die... Oh, ich glaube, ich habe die... Was ist mit der Karawane passiert? Habe ich das abgebrochen? Das ist jetzt irgendwie ein bisschen schräg. Ja komm, wir nehmen 5, die sind ja dann eh bald wieder da. So, wir gehen hier hin, wähle Route. Ich weiß, bin ich jetzt auf Abbruch gegangen? Vorher, ich bin ein bisschen verwirrt. Ist egal, komm. Ich glaube, ich habe das versehentlich abgebrochen. 5 Medizin nehmen wir auch mit und go. Ja, ich glaube, ich habe das wirklich abgebrochen. Verdammt. Oder was ist da jetzt passiert? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was da jetzt gerade passiert ist. Habe ich eigentlich Forschung immer noch den einen nur auf Forschung? Nee, ich glaube, das habe ich jetzt wieder weggetan, oder? Ah doch, stimmt. Rambo ist immer noch Forscher. Gut. So. So, die sind jetzt auf der Weltkarte. Es sind ein paar Leute sind noch da, die noch übrig sind. Das ist gut. So, was habe ich eigentlich hier bei meinen Tieren? Gut, ich habe 2 Riesenfaultiere. Feuerteufel, Landale. Na toll. Jemand aus der Karawane hat einen Nervenzusammenbruch. Warum? Ach, ja, nur wegen Pyromane. Okay, gut. Ja, soll sie machen. Auch die Tiere können wir auch töten hier. Und wer war mein Koch? Der Aided, oder? War der eine Koch, der noch nicht so gut kochen kann? Genau, der Aided muss hier ein bisschen... Entfernt Müll. Nee, komm, priorisiere das Schlachten, bitte. Kältewelle, na toll, das wird ja immer besser. So, wobei es müsste hier auch echt ein bisschen besser geputzt werden, ne? Würde wahrscheinlich durchaus auch helfen. So, und was haben wir hier in der Schmiede? Was können wir da Schönes machen? Einfachen Helm, Streitkolben, Gladius, Knüppel, Messer, Iqua, Kurzbogen, Pieler. Gut, wir könnten aber eigentlich einfache Helme könnten wir schon auch ein paar machen, oder? Bis wir 5 haben. Weil die sind 40 Materialien. Gut, 40
Stahl, ja, das ist okay. Ich habe momentan echt noch genug Stahl, das ist mein Vorteil. Wobei, wo ist denn... Ja, da oben, da liegt immer noch so viel Stahl rum. Und da ist ja auch noch so viel Stahl. Moment, muss ich kurz gucken. Dach. Ich glaube, da packe ich jetzt hier so ein Kopieteil her. So, und da könnte man nochmal reinhacken. So, okay, Reisende der Fraktion Selbstbestimmte Konföderation von Itaron sind da. Das ist schön. Und ich weiß ja nicht, mein Lager ist ja relativ voll schon. Was ist das eigentlich? Tech, Prof, Persona, was macht denn das? Ein kleiner KI-Kern mit minderwertigem Gehäuse, der darauf spezialisiert ist, Technologie zu lernen. Bei ihrer Verwendung wird dir die KI die Technologie beibringen, die aktuell erforscht wird. Sofort und kostenlos, kann nur einmal verwendet werden. Ach so, läuft das, okay. Toll, jetzt erfriert das ganze Zeug da draußen. Und ein Wag rächt sich, das ist okay. So. Komm, du schaffst das, Gas, du schaffst das, du schaffst das. Du hast eine gute Rüstung, Gas. Du schaffst das, dich hier zu wehren. Ja gut, alles erfriert, weil es kalt ist, Kältewelle und so, ne? So, Gas, was ist hier los? Ja gut, dann fließt du eben komplett, ist auch okay. Dann greift der Wag wahrscheinlich wieder die Besucher an. Oh, jetzt ist er tot. Na gut, dann ist alles gut. So. So, wird da oben jetzt hier das... Ne, das wird noch nicht gebaut, okay. Müssen wir ein bisschen warten. Ah ja. Karawane bei Geheimversteck angekommen. Gut, sehr schön. Okay, jetzt schauen wir mal, was haben wir da so anzubieten beim Geheimversteck. Wo ist der? Da ist der Raum. Okay, aber ich bin mir fast sicher. Was ist denn da? Achso, da ist ein kleines Vieh. Ich bin mir fast sicher. Oh, eine Mine. Was ist denn das? Agarilux. Was ist das? Ein riesiger lila Pilz. Durch die Größe und die leuchtende Auswüchse sieht dieser Pilz recht schön aus. Allerdings stirbt er im Licht. Na gut, das wollen wir natürlich nicht. So, okay, dann müssen wir mal schauen. Ich bin mir fast sicher, dass das eine Falle ist. Dass da jetzt gleich tausende Leute kommen. So, Renny? Ja, war klar. Ja gut, tausende Leute sind es nicht, das war nur einer. Zwei waren es und einer läuft dann gleich wieder davon. So, bitte einmal die Tür aufmachen, danke. Okay. Gut, das... Ja, Weltkarte. Müssen wir natürlich dann alles mitnehmen, was wir da haben. Also wir nehmen auf jeden Fall das Zielgerät mit. Orbitale Strahlenwaffe. Wie ist das eigentlich? Ach, hey. Ein antikes Zielgerät für ein Netzwerk energiesammelnder Satelliten. Einmal auf ein Ziel gerichtet, sorgt es dafür, dass die Satelliten ihre Energie in einem massiven elektromagnetischen Energiestrahl abgeben. Die Energie kann gefahrlos in einer riesigen Absorberschüssel aufgefangen werden. Da du keine Absorberschüssel hast, zielst du damit auf Gegner. Das sorgt dann dafür, dass die Energiesäule das Gebiet in ein 1000 Grad heißes Inferno verwandelt, bis die Satelliten feststellen, dass das Gebiet kein sicheres Ziel ist und dieses Zielgerät dauerhaft deaktiviert. Okay. Ja, aber Hauptsache vorher mal groß drauf schießen. So, ja, Überlebensrationen nehmen wir alle mit, das ist klar. Und Nina, Pirat tot, nehmen wir nicht mit. So. Wähle Route, zurück nach Hause. So, und go. Sehr schön. Ach stimmt, wir haben ja hier auch immer noch unseren Gast, den Anton. Dann müssten wir vielleicht auch mal wieder... Lilith, kannst du priorisiert mit dem... Nee, ausziehen ist wahrscheinlich nicht so gut. Wie sieht es eigentlich aus? Ist der... Bedürfnis? Ja, ist natürlich, er bräuchte etwas Nahrung. Gast, bring ihm doch bitte... Ach nee, kannst du nicht. Okay, gut, die anderen schlafen alle. Würde ich sagen, machen wir gleich drei. Gast geht jetzt hoffentlich auch schlafen. Ja, wunderbar. Und ein weiterer Tag neigt sich dem Ende zu. Oder ist schon fast im Ende. Ach, der war auch noch unterwegs. Okay. Was dachte ich schon, der ist ausgebrochen. So, und es ist wieder Morgen. Es ist etwas kalt, habe ich das Gefühl. Innen, also irgendwie schafft es dieser Ofen nicht, die beiden Räume zu heizen. Gibt's das? Ja, scheint fast so, weil der schafft 11 Grad. Hm. Wie sieht es hier aus? 16 Grad, das geht besser, witzigerweise. Warum ist es da besser? So, weil da zwei Öfen da sind, okay. Sollten wir vielleicht da wirklich auch nochmal zwei Räume ranbauen. Das könnten wir eigentlich eh gleich mal in Auftrag geben. So, zack, da kommt die Tür hin, dann so. Schade, dass es nicht sowas wie Templates hier gibt, dass ich hier so ein Raum-Template... Das sieht jetzt komisch aus. Nee, aber das passt so, dass ich hier so einen Raum als Template anlegen kann. Und eben dann direkt...
quasi nicht separat bauen kann, sondern einfach sagen kann, Template bauen und ja, dann ist der Raum da. Also zumindest die Blaupause, wie bei Factorio. Das wäre hier echt noch praktisch. Gut, aber man baut hier normalerweise eh nicht so viel, von dem her wird es wahrscheinlich nicht so tragisch sein. So, das wären mal die Grundmauern, okay. Oh, er hat sogar schon Essen bekommen, das ist ja nett. Da heißt nochmal, wir sind keine freundliche Kolonie. So, hier neu. Ist echt da nur da oben Stromkabel? Ja, offensichtlich. Es wundert mich aber echt, dass der eine Heizkörper den Raum nicht heizen kann. Und hier unten funktioniert das schon irgendwie. Ach so, stimmt, weil die Räume natürlich um einiges größer sind. Okay. Ja, müssen wir aber wahrscheinlich... Wir machen da so Dreiergruppen, glaube ich, vom Heizen her. Also vom Luftdurchlass her. Dann machen wir da noch und da ist dann der Abschluss und dann nochmal drei ist, glaube ich, besser. Sonst wird er das nicht schaffen. Sehr schön, die Karawane ist angekommen, das freut mich sehr. So, Ada darf hier priorisiert das Kaninchen schlachten. Ah, stimmt, und da hätten wir ja jetzt auch einen schönen Raum, ne? Was wollte ich da nochmal reinbauen? Kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern, aber irgendwas wollte ich da noch reinbauen. Wahrscheinlich wäre da sogar der Krankenhaustrakt besser, weil irgendwann werden wir eine größere Küche brauchen, dann müssten wir das umbauen. Oh, Forschung abgeschlossen. Rückstoßlader. Produziert einfache, halb- und vollautomatische Waffen wie Automatik- und Maschinenpistolen. Sehr schön. So. Geschütztürme wollte ich auf jeden Fall. Und jetzt machen wir es so, jetzt werde ich nämlich diesen Forscher... Moment, wer ist jetzt mein Forscher? Das war der Rambo. Rambo, komm jetzt mal her und ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier, benutze Tech Prof Persona, weil die Dinge brauche ich ja sonst eh nicht. Dann lerne ich sofort diese Technologie, oder? Sehr schön, Geschütztürme. Keine Forschung. Ja, dann bitte forschen. Schön. Gut, dann machen wir hier Gasdrucklader, damit ich dann die schweren Geschütztürme auch machen kann. Das sollte jetzt der Rambo wieder so machen. Ja. Ah, verdammt, da brauche ich aber jetzt, glaube ich, die bessere Laborausstattung schon, oder? Gibt's das? Oder kann ich die schon bauen, die besseren Labor-Dinger? Ja noch nicht, oder? Aber, weil es gibt einen besseren Labortisch. Ich klicke hier gerade sinnlos herum. Ich glaube nämlich nicht, ich kann nur den einfachen Labortisch, genau. Gut, nur okay, da geht's noch, aber wo ist dann der bessere Labortisch? Automatische Türen, Sprengfallen, Wasserkraft, Solarzellen, raffinierte Biokraftstoff, Löschschaum, Röhren, Fernseher, sterile Maschinen, Grundlagen der Mikroelektronik, ja keine Ahnung. Aber die schweren Geschütztürme wären mir wichtig, wenn ich die dann bauen kann. So, und hat hier eigentlich schon irgendjemand Lust gehabt, daran zu arbeiten? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Nee. Gut, ist aber kein Problem. Wie sieht's aus hier mit Anton? Hat der immer noch, wie viel Widerstand hat der noch? 9,7, okay, also es dauert noch, klarerweise. Überfall, na toll, das freut mich sehr. Piraten der Fraktion, die Rapierschweine sind in der Nähe aufgetaucht. Sie greifen sofort an. Das gefällt mir gar nicht. So, wer war jetzt nochmal hier? Also, den brauchen wir nicht. Du gehst in den Kampfmodus, du gehst in den Kampfmodus, Rambo, du leider auch. Es tut mir leid, dass ich euch nicht durchschlafen lassen kann, aber wir haben einen bösen Angriff. So. Und Gas ist ein bisschen doof, dass der immer noch wach ist, weil der jetzt natürlich, ohne schlafen zu gehen, in den Kampf gehen muss. Aber es hilft alles nichts. So, die kommen da nach unten, dann würde ich sagen, hierher. Wir werden sie hier erwarten irgendwo. Oder so. Ach nee, die verteilen sich da. Das ist natürlich nicht so toll. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug ist, dass ich mich hier... Eigentlich ist es schon klug, sich hinter Sandsäcke zu verstecken. Oh nein, der Hund ist auch wieder da. Okay, jetzt fliehen sie schon. Na gut, dann... Ja, wenn sie jetzt schon fliehen, dann ist okay. Jo, wir haben ein paar Schusswaffen, das ist schön. So, wer hat jetzt keine Schusswaffe von euch? Wir hätten hier den da. Du holst jetzt ganz schnell gleich mal die Schusswaffe. Tut mir leid, du musst da jetzt leider aufwachen. So, und sonst aided, glaube ich. Gut, Rambo, ja.
So, ich hoffe mal, dass die Leute, die sich behandeln müssen, eh wissen, dass sie behandelt werden. Worf, du musst jetzt leider aufstehen und Diana, du musst jetzt leider auch aufstehen. Nee, du nicht, weil du bist kein Arzt. Aber Worf, glaube ich, reicht. Oder haben wir hier lebensbedrohliche Verletzungen? Schusspistole, keine unmittelbare Gefahr, keine unmittelbare Gefahr und hier auch nicht. Also das ist okay. Oh. Waffenhändler, der... Okay, was haben wir da? Sie werden ein paar... Okay, eine Karawane der moralischen Stinum-Gruppe, eine Waffenhändler-Karawane. Das ist schön, die bleiben ein bisschen da. Warum ist Worf jetzt eigentlich wieder... Also ich frage mich schon... Hallo, würdest du vielleicht deine... Also er mag die Freunde nicht verarzten. Okay. Keine unmittelbare Gefahr. Naja, vielleicht machst du später dann was. Schauen wir mal. So, und das Zeug können wir natürlich einsammeln. Den auch. Und den auch. So. Sobald Lilith aufsteht, wird die mit unseren Freunden hier ein bisschen handeln. Oh, nee, die verlassen jetzt. Moment. Das ist blöd. Komm dann, Lilith, bitte aufstehen und kurz handeln mit dem. Weil wenn die wegen niedriger Temperaturen das jetzt einfach verlassen. Aufgrund gefährlicher Temperatur. So, Moment, da muss ich euch aber schon noch ein paar Sachen mitgeben, wie zum Beispiel hier meine Skulpturen. Und ein bisschen so von der alten Kleidungszeug. Wie viel hat denn der? Ach, der hat eh nur 56. Der hat nur 56 mit. Was soll denn das bitte? Der hat ein schlechtes Sturmgewehr. Ich bin begeistert. Toll, okay. Gut, Bauteile kaufen wir. Ja gut, das ist eh ein bisschen doof. Ja, machen wir so. Besser als nichts. Haben wir ein bisschen hier Zeug gesammelt und Bauteile, also geholt. So, hier unsere Ansehen wieder gefallen. Das ist nicht so schön. So, wie geht's denn unserem Gast hier? Oh, der wäre jetzt, glaube ich, richtig schön zum Reden da. Komm, Lilith, rede mit ihm. Ich weiß, du hast gerade geschlafen. Okay, jetzt musst du nicht mehr mit ihm reden, weil jetzt schläft er auch wieder. Oder gehst du jetzt trotzdem mit ihm reden? Weiß man nicht so genau. Nee. Koch deine einfache Mahlzeit. Gut, ist auch okay. So, und hier unsere Gäste will keiner. Ach doch, jetzt wird behandelt. Okay. Blöd jetzt, dass hier mit Hightech-Medizin behandelt wird, obwohl die eigentlich keine so arge Geschichte haben. Oh, Hightech-Medizin ist dann sofort gut, oder wie? Hm. Sah jetzt fast so aus, oder? Oh, da ist noch ein bisschen Boden drin. Ein bisschen Holzboden, den reißen wir noch raus. So, zack. Wie sieht's aus jetzt mit meinen Tieren? Habe ich jetzt schon eins auf Transport ausgebildet? Nee, immer noch nicht. Und mit den Wildtieren? Wildtiere? Oh, das gibt's. Oh, da sind immer noch zwei. Gut, und die zwei Riesenfaultiere wollen wir vielleicht zähmen. Ich glaube, das sind jetzt deshalb so wenig, weil irgendwie gerade Winter ist. So, und ich kann jetzt... genau, Maschinenpistolen bauen. Also automatische Maschinen. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte hier das sagen. Mini-Geschütztürme kann ich bauen, genau. So, jetzt machen wir das aber so. 1, 2, 3, 4 und da. So, machen wir das so und dann reißen wir das wieder weg. Hier, die da. Und da dann auch nochmal dasselbe. Tja, dann können wir uns da dahinter theoretisch verstecken. Und dann kommen da drei Maschinengewehrtürme hin und gehen da auch. Schön, und die haben sogar Energie von da oben, dann passt das ganz gut alles. Sehr schön. So, ich hoffe, dass die Kältewelle jetzt nicht ewig andauert. Irgendwie ist die jetzt schon lang. Dauerte 2,1 Tage, ja. So, kann man jetzt mit ihm sprechen? Wenn nicht ausziehen. Ich glaube, man hat gerade mit ihm gesprochen, oder? Gibt's das? In Kälte geschlafen. Ja, gibt nichts anderes. So, 8,9 immer noch. Ach, je. Es dauert aber lange, bis wir den anwerben können. So, bauen wir da und da eine Tür rein. Dächer sind da jetzt noch nicht oben, sehe ich gerade. Warum sind da noch keine Dächer oben?
Wo ist denn da? Dach erstellen. So, bitte Dach erstellen. Nehme ich über beide gleich. Ja, ich weiß, dass man kein Dach über eine Eiche erstellen kann, aber die müsste man halt vorher wegreißen. Steht nämlich da. Kein Dach über Eiche erstellen. Ja, echt. So, dann kommen da ein paar Betonplatten ran und dann kommen da ein paar Holzböden ran. Und ich lasse jetzt bewusst die Türen da noch raus weg, weil es werden erst die Räume fertig gemacht, ja. So, einmal da. Ich mache wirklich nur die Räume jetzt erst fertig. So, zack, zack. Tische kommen auch rein. Ein paar Stühle noch. Damit man da akzeptable Schlafbedingungen hat. Und das elektronische Zeug kommt trotzdem erst, obwohl es ist schon ein Dach drin, von dem her können wir die Lampen eigentlich schon reinpacken. Wobei, ich glaube, ich habe da unten noch Lampen rumstehen, oder? Ja. Damit ich die mal verwende. So, einmal die Lampe positioniert. Einmal die Lampe positioniert. Und dann noch ein bisschen Stromkabel. Das können wir gleich ganz durchziehen. Genauso wie hier. Ganz durchziehen. Passt. So. Dann müssten die beiden Räume eigentlich fertig sein. Oh, aber es ist gerade Nacht, also schlafen alle. Gut, machen wir mal auf Stufe 3 Geschwindigkeit. So, energieproduktionsmäßig sieht halbwegs gut aus, momentan, würde ich sagen. Ah, schön, jetzt wird das da unten schön gebaut. Okay, wunderbar. Dann müssen wir wieder zurück auf Stufe 2, damit wir nicht so schnell sind. So, das können wir auch mal ernten. Wieder ein paar gute Pflanzen, damit wir ein paar schlechte Kräutermedizin haben. Und ich hatte doch auch irgendwo Ambrosia. Aber das... Nee, wir wollten ja eigentlich keine Drogen haben, ja. So, wie sieht es hier mit den Dächern aus? Ist da ein Dach drüber? Ja, so ein bisschen. Also, das ist die Frage. Ich mach mal so. So, zack. Und dann muss aber auch hier so ein Klotz dann rein. So, Strukturen hier so, so eine... Ja, komm, dann machen wir aber Marmor. Toll, die hacken hier jetzt wieder so schnell. Hoffentlich machen die das... Ach Gott, ernsthaft. Komm, bau bitte lieber hier das... dran, weil nicht, dass euch dann das ganze Dach auf den Kopf stürzt. Kältewelle ist vorbei. Wunderbar, endlich. Ach, und Kimmy ist jetzt am... Ach, Kimmy ist jetzt am Forschen. Der hat doch... Wieso ist Kimmy am Forschen? Der hat doch 4 bei Forschen. Hat der sonst echt nichts zu tun? Reinigen? Okay, ja, offensichtlich nicht. Witzig. Gut, jetzt müssen da wieder Wildtiere kommen. Damit Kimmy wieder was zu tun hat. Ja, das wird gefährlich. Also wenn das nicht schnell gebaut wird, dann... könnte das... Genau, Landale, Gott sei Dank. Weil sonst würde das ins Auge gehen. Ja, das wäre nicht so schön. Und wir könnten eigentlich hier auch die da... Schieferwand rauspacken. Rausreißen, aber naja. Und Rambo ist einfach untätig, verstehst du? Der Rambo. Hast du nichts zu forschen, Rambo? Eigentlich ja schon. Stimmt, das war ja nur, weil Kimmy jetzt gerade dran war am Forschen, darum konnte Rambo nicht. Gut. Aber wie geht's jetzt weiter? Was machen wir jetzt weiter? Moment, wir könnten jetzt hier... Was haben wir denn noch nicht gemacht? Krematorium haben wir da oben noch. Okay, Nährstoffspender und Trichter hatten wir noch nicht. Ich weiß aber nicht, ob ich das machen möchte. Kann ich da auch... Nee, Tierfutter ist was anderes. Also ich muss... Tierfutter muss ich wahrscheinlich anbauen irgendwie draußen. Stimmt, ich wollte eigentlich den Anbau ein bisschen anders machen. Wir haben jetzt hier so... Ich mache hier jetzt mal das Feld ein bisschen klein... Also kleiner nicht. Ich reiße es ganz weg, ja. Gut.
Dann bauen wir hier noch ein paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist das 7? Ja, dann steht's. Ja gut, kann aber in dem Fall. Obwohl, nee, weißt du was? Ich reiß die alle weg. Und dann machen wir die neu. So, und zwar ist das ja, hier ist, glaube ich, trotzdem ein guter Ort zum Anbauen. Darum bleiben wir hier durchaus. Ach Gott, ernsthaft. Aber wir machen die so 15 mal 3. So, wo ist ein Überfall? Verschiedene Gruppen von Piraten der Fraktion die Rapierschweine sind mit Landungskapseln in der Nähe. Da, sie greifen sofort an. Okay. Gut, die sind jetzt alle da oben, oder wie? Ich dachte, es sind verschiedene Gruppen. Naja, gut, müssen wir wieder aktivieren. So, es kommt wieder zum Kampf, Leute. So, Worf nicht und Diana auch nicht, aber alle anderen, glaube ich, sollten eigentlich in der Lage sein, sich verteidigen zu können. Lilith, leider auch du, es tut mir leid. So, und wo sind die jetzt? Es kommen da oben welche, da brennt's. Das ist, also momentan, ach, da sind auch zwei, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir positionieren uns zuerst hier oben. Und dann später da. Oder kommen die jetzt von... Ach, da unten war auch noch einer. Oh, das ist ja nicht so gut. Gut, aber der wird hoffentlich von dem Geschützturm getötet. Lass ja... Nein, lass mein Tier in Ruhe. Ja, Gott sei Dank. Okay, der ist tot. Gut. Ach, sie fliehen jetzt schon. Alle? Nee, das ist nicht so fies. Es fliehen da nicht alle, sondern nur die eine Gruppe, ja. So, komm einmal hier hoch. Und Feuer! Moment. Okay, jetzt aber. So, jetzt fliehen alle. Gut. Haben wir uns wieder erfolgreich verteidigt. Wunderbar. So will ich das sehen. So, das Material trotzdem alles einsammeln. Einfach aus dem Grund, weil wir das dann einschmelzen können. So, gut, dürfte ich jetzt bitte hier weitermachen. Also, das ist Anbauzone 1, dann ist das Anbauzone 2. Wie viel gehen sich da aus? Also, ganz okay. So, und dann machen wir dann jetzt rundherum. Hier so, von was haben wir denn viel? Muss ich mal gucken. Also, Sandstein offensichtlich schon mal nicht. Wir haben viel von Kalkstein, Schiefer und was ist das? Marmor. Was haben wir da eigentlich drin? Ist das, das ist Schieferplatte. Staubiger Schnee, ach ey. Gut, dann machen wir eben Marmor, ist okay, weil da mache ich nämlich dann immer ganz gern so Marmorfliesen rundherum. Aber eben nur rundherum. Ach da, ich sehe gerade, da ist der Ambrosia. Nein, naja, gut, komm, ist egal. Ich will keine Drogen, ja. Oh, eine Vorratskapsel. Die müssen wir natürlich schnell uns holen. So, wow, da ist Mais gelandet. So, den können wir übrigens auch mitnehmen, wenn es ist. So, und dann will ich hier noch gleich einstellen, was wir anbauen wollen, wenn es dann wieder zum Anbauen geht. Also hier Kartoffeln, das ist okay. Kartoffeln, dann kommt hier Mais. Machen wir hier Reis. Heilwurzel muss nicht sein. Baumwolle. Sondern das ganze Thema geht dann... Ach so, das ist... Ah, verdammt, das ist wieder sumpfiges Gebiet. Oder eigentlich könnten wir da weiter nach unten, weil wir gehen ja da sowieso nicht mehr raus. Nicht weiter raus. Normalerweise. Also bauen wir da weiter nach unten. So. Dann nochmal. Und kommt da in dem Fall jetzt Heugras hin, damit die Tiere auch was zu essen haben. Gut, Erdbeeren mindestens Fähigkeit 5, das ist okay. Dann machen wir noch eines noch mit mindestens Fähigkeit 8. Weiß nicht, ob wir schon einen 8er haben, aber ist okay. Da wo dann die Heilpflanze rankommt. So. Heilwurzel. Gut. Jetzt, glaube ich, müssen wir aber ein bisschen Marmor trotzdem, glaube ich. Und wir müssen die Pflanzen hier entfernen. Moment, das machen wir jetzt gleich auch noch. Befehle, Pflanzen entfernen. So, alles weg hier.
Genau, jetzt müssen wir hier ein paar Marmorblöcke machen. Was haben wir da eigentlich gerade als Aufgabe drin? Stelle Marmorblöcke her, okay. Ja, gut. Das wäre also eigentlich eh, aber das muss erstmal irgendjemand machen. Steinmetzwerkbank. Ja, ich merke mir natürlich nie, was das jetzt genau ist. Handwerk. Ja, Steine bearbeiten. Das müsste also Handwerk sein. Wäre es gut in Handwerk. Wir könnten Copeland hier zwangsvergattern. Damit er das lernt. So. Wie sieht's hier aus? 4,5. Gut, das wird schon langsam. Das wird schon langsam. Das ist schön. Okay, da sieht man, dass ein kleines Stückchen Dach ist noch oben. Warum auch immer. So, das da oben, gut, das dauert noch. Warum ist hier kein Strom? Ich dachte, ich habe hier Strom. Ach, okay, ja, das ist wieder doof, weil wenn die Türen nachher hinbauen, dann reißen die das Stromkabel wieder weg. Das ist ein bisschen doof. Aber er gibt irgendwie auch Sinn. So irgendwie zumindest. So, wie sieht es eigentlich mit der Nahrung aus? Gut eigentlich. Momentan noch echt gut. Ich habe auch noch genügend Medizin. Bauteile wird schon weniger. Vielleicht sollte ich echt mal hier die Bauteile rausreißen. Es ist praktisch, dass hier auf jeden Fall auch noch eine Mauer ist, weil dann stürzt hier das Dach nicht ein. So, wo war da unten? War da noch Eisen irgendwo da? Genau, okay, das haben wir schön abgerissen, das Eisen. Das ist wunderbar. Forschung abgeschlossen, Gasdruck abgeschlossen, genau, Gasdrucklader. Produziert fortschrittliche halb- und vollautomatische Waffen wie die automatische Schrotflinte, schwere Maschinenpistolen und leichte Maschinengewehre. Schön. Dann können wir jetzt, warum habe ich das jetzt eigentlich noch gemacht? Achso, ich wollte schwere Geschütztürme, aber da brauche ich, das könnte ich ja schon machen, Grundlagen der Mikroelektronik. Ja gut, dann machen wir das. Zwei Kolonisten umtätig, Kimi und Rambo. Ja, Kimi, dann würde ich sagen, für dich im Speziellen hacken wir hier einfach ein bisschen Holz. Ja, so. Have fun. Hier die Mechanikerwerkbank, ich weiß ja nicht, das hat ja auch noch nie jemand irgendwie, weil das macht eher Gas, ne? Oder wer kann denn das? Kannst du das? Fähigkeit 3. Handwerk, oder? Ja, ist eigentlich nur Gas. Ne, Landale eigentlich auch. Ja, hat er wirklich eins? Okay. Ja, Celia vielleicht. Na gut, jetzt sollen mal alle ein bisschen schlafen. Wie sieht es eigentlich jetzt mit meinen Tieren aus? Oh, ein Tier kann schon transportieren. Das ist ja schön. Also Rocco sollte jetzt theoretisch hier Eisen transportieren oder andere Dinge ins Lager transportieren. Das fände ich prinzipiell nicht schlecht. So, gut, okay. Hier können wir weiter abbauen. Machen wir mal so, hätte ich gesagt. So, passt. Kommt da auch gleich. Aber da müssen wir trotzdem hier noch so ein Ding ranbauen. Damit mir das nicht alles einstürzt. Jetzt werden wir Rocco verfolgen. Ja, Rocco, was machst du hier? Ja, nicht fressen. Ja gut, okay, das darfst du auch. Ja, nicht so viel fressen. Ich möchte nur sehen, wie du was transport... Ist Löwenzahn. Ja, ist alles. Okay, Wachstum, Wolle. Gut, das Ding können wir offensichtlich dann volieren. Aber ich könnte jetzt hier sicher... Kann ich hier jetzt rechte Maustaste? Nee, kann ich nicht. Okay, das Ding ist, hat natürlich trotzdem seine Eigenheit. Transportiert offensichtlich doch nicht so viel, wie ich das eigentlich möchte. Naja. Schade, jetzt sind die anderen beiden sind jetzt nicht mehr da, die anderen beiden, die ich eigentlich zähmen wollte.
Oh, da sieht man's. Wow, es transportiert etwas. Hey. War so brav. Schön. Das hilft uns enorm. Gut, es braucht zwar ein bisschen länger, weil es muss irgendwie nach jedem Stück 10-mal fressen. Ein antiker Schrein. Als Renny sich der antiken Wand näherte, überkommt sie eine unheimvolle Vorahnung. Sie ist sich nicht sicher, warum, aber sie spürt, dass in dieser verstaubten Ruine eine große Gefahr lauern könnte. Oh, ja. Ja, das ist richtig. Das könnte gefährlich werden da oben. Darum passen wir da auch extra auf und gehen da noch nicht ran. Ist hier ein Dach? Ja. Gut, ich würde sagen, trotzdem, wir können noch 2, 3 können wir noch abreißen. Also das ist eine antike Wand und da drinnen, da ist gefährlich, ja. Man sieht nämlich hier eh schon was durchlugen. Das ist mir etwas, ich weiß nicht, ich habe da Angst davor. So, da liegen noch 2, das können wir natürlich wegtragen. Aber jetzt lassen wir die Leute echt mal fertig arbeiten, weil hier sind noch viele Baustellen, man sieht's. Und vor allem, hoffentlich kommt der Anton jetzt bald zu uns. Was hat denn der jetzt hier noch? 2,6, ja gut, dauert noch eine Weile. Aber sollte nicht mehr so lange dauern. So, Celia, willst du ein bisschen, ja komm Celia, oder wer ist denn hier bei uns am besten geeignet jetzt für Handwerk? 5, 14, eigentlich Gas hauptsächlich, 6, 3, 0, Copeland, Moment, wir machen bei Copeland 4 rein, 0, okay, weil vielleicht lernt Copeland dann, aber der hat erst 2. Ja, komm, lassen wir ihn weiterlernen. So, und jetzt müssen wir, oben möchte ich ehrlich gesagt auch noch Geschütztürme hinbauen, wobei ich da ganz klar da noch gucken will, dass ich die Wand irgendwie, Moment. Dass ich das auf jeden Fall hier richtig irgendwie ranpacke. So ein Eck. Wand Stahl, weil ich möchte das rechteckig machen hier. Müsste das so stimmen, oder? Ja. Also das müsste das Eck sein. Bauen wir gleich mal so, damit ich da dann mit den Sandsäcken raus kann. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann kommen da nämlich auch wieder so Mini-Geschütztürme hin. Muss ich da gleich mal, Moment, ich baue da gleich, glaube ich, eine Kopie von dem und reiße das gleich ganz nach unten. Da kommt eine Tür durch. Gut, in die Richtung lassen wir es mal. Ich möchte nämlich nur, ich brauche Strom. Einmal da hoch und einmal da hoch, damit sich die dann verbinden können. Da runter. Und ich sehe gerade, es ist sehr sinnvoll, dass ich das Ding da drüben betreibe. Und es aber noch nicht mal angeschlossen habe. Das ist doof. Was? Winter hat angefangen? Ich dachte, wir sind schon die ganze Zeit im Winter. Na super. Oder war hier? Nee, das ist was anderes. Okay, gut, aber da haben wir keine, schade, nicht mehr Bauteile. Ist die Frage, gibt es hier dann noch? Gut, da oben haben wir noch ein bisschen was. Und da stimmt, da wäre noch Jade und da ist auch noch ganz viel Eisen. Also eigentlich da müssten wir echt mal durchgraben anfangen. So. Zack. 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 Einfach so Stripe-mäßig durchgraben. Das bitte Metallschrott auf jeden Fall wegtragen. Ganz wichtig. Was ist denn hier los? Warum holt das Silber keiner? Wo kommt... Ach, das war ein Silberkomet, oder? Ja, Gott sei Dank vergammelt Silber nicht. Das bräuchten wir eigentlich bei uns im Lager unten. So, oh, es schlafen schon wieder alle. Gut, wobei, nee, eigentlich ist schon 5 am Morgen, da sind wieder alle wach. So, jetzt haben wir also ein Gemüsefeld, ein großes. Wir haben Verteidigungsanlagen und uns ist kalt, weil Winter ist.
Was können wir denn bei den Möbeln? Künstliche Sonne, ja, brauchen wir noch nicht. Oh, die riesengroßen Sessel, die wären wahrscheinlich auch nicht schlecht. Haben wir eigentlich Stoff? Nee, haben wir nicht. Boah, minus 3, minus 4, es ist echt richtig kalt. Oh, wir heizen hier übrigens. Wir heizen hier. Obwohl das im Freien ist, das ist ja sehr klug. Bitte ausschalten. Heieiei, ja. So, was ist hier los? Hier 1,6. Ja, komm, das schaffen wir. Bald gehört er zu unserem Team. Ja, 0,8. Sehr schön. Dauert nicht mehr lange. So, da oben wird fleißig abgebaut. Dann müssen wir da aber dann sobald... Ja, da ist noch viel Eisen da. Also zum Glück, Eisen ist jetzt noch nicht wirklich das Problem. Aber wahrscheinlich wird das später dann zu einem großen Problem. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Also früher oder später... Oh, hier brennt's. Okay, hat einen Blitz eingeschlagen. Nicht so schön. So, gleich Tiere alle wieder töten, die wir finden. Es ist Winter, weil wir müssen gucken, dass uns das Essen nicht ausgeht. So, Rambo ist immer noch schön am Forschen. Ich denke, das lassen wir auch so, behalten wir auch so bei, dass Rambo hier forscht, weil wir brauchen kontinuierlich die Forschung. Das passt so. Ist das immer noch draußen nicht, oder? Nee, gut, dann müssen wir die Wand einreißen. Obwohl, vorher machen wir... da kommt sowieso noch die Wand, reißen wir auch noch ein. Bevor wir die einreißen, würde ich sagen, damit wir hier umweltfreundlich arbeiten. Wir haben gesagt, so Dreiergruppen werden zusammengelegt von Heizung und Kühlung. Ja, das passt dann gut so. So, in Wirklichkeit müssen wir uns dann überlegen, dass wir hier vielleicht dann weiterbauen. Hier unten. Damit das dann quasi dieser kleine Tümpel wird dann unser Innenhof. Ah, Training fehlgeschlagen. Transport, super. Oh, und Aided darf wieder hier ein bisschen das da machen. Aided, bist du immer noch so schlecht eigentlich beim Kochen? Nee, er hat schon 4 von 20. Bald darfst du auch an den Herd, Aided. Ein bisschen dauert's aber noch. So, und haben wir da drüben jetzt eigentlich... Nee, das hat noch keiner gemacht, okay. Ist überhaupt die Frage, ob wir da überhaupt drüber kommen. Weil das ist ja tiefes Wasser. Weiß ich nicht, ob die Leute da... Normal müssten die Leute da schon durch können. Oh, okay. Anton wird jetzt hoffentlich bald zu uns gehören. Ich glaube, wir werden dann nachher hier die Zimmer ein bisschen anders aufteilen. Das sind jetzt hier 4 in einer Reihe. Wir werden das nachher dann so machen, dass wir da 2 in einer Reihe machen. Wir bekommen eh da jetzt richtig viele Zimmer noch dazu. Das könnten wir eigentlich fertig machen auch gleich, ne? So. Oh, Aufgabe Banditenlager. Moment, wenn ich das fertig gemacht habe, dann... So. Aufgabe Banditenlager. Grill, Ratsvorsitzender... Ich fange nochmal an. Grill, Ratsvorsitzender der Fraktion Moralische Stinum-Gruppe, hat uns eine Nachricht geschickt. So wie es aussieht, überfallen Banditen von einem nahegelegenen Lager ihre Karawane. Sie haben uns gebeten, das Lager zu zerstören. Genauer, sie wollen, dass alle Gegner und Geschütze mehr ausgeschaltet werden. Grill sagt, dass es feindliche Außenposten im Gebiet gibt, der von 3 Feinden bewacht wird. Gut. Ja, machen wir natürlich schon. Einfach aus dem Grund... Oh, es ist aber Winter, oder? Die brauchen ja, glaube ich, jetzt hier... Ah, das ist jetzt... Boah, das ist jetzt schwierig. Weil es ist nämlich Winter, da brauchen die ewig, glaube ich, bis die da hinkommen. Ja gut, gar nicht so schlimm. 2,4. Wie lange kommen wir mit den Überlebensrationen? 13 Tage. Achso, ja, wir sind noch nicht so viele. Moment, 1, 2, 3, 4, 5.
2,2, da brauchen wir noch mehr, da brauchen wir hier nochmal so 12,8, ja, auf jeden Fall, das reicht. Machen wir 20 von dem noch, 5, ja, machen wir 25, so. Und dann hier noch ein paar Verbandskästen, da haben wir noch 31, okay, nehmen wir 5 mit. So, ist jetzt, das Problem ist halt wirklich, dass Winter ist und gerade im Winter ist das echt eher ungut, die Leute rauszuschicken, aber ich möchte natürlich auch die Belohnung haben. So, hier die Wände können wir rausreißen, weil da kommt dann die Belüftung durch. So, können wir eigentlich gleich weglassen. Und da. Und dann noch einmal. Wir sind zwar dann echt weit weg vom Schuss. War ein bisschen zu weit. Aber gut. Sind auf jeden Fall groß genug die Quartiere und gut genug, glaube ich, dass das halbwegs passt. Dann können wir hier noch nach unten ziehen. Ne, Wand, weiß nicht, ob wir die jetzt schon ziehen. Dann passt das ganz gut so. Angefragter Karawane. Ne, jetzt nicht. Also eine nahe Siedlung Gelber Felsen kontaktiert dich mit einer speziellen Handelsanfrage. Sie brauchen dringend 10 Stammesbekleidung. Oh, sie bieten Folgendes als Gegenleistung. Vanometrische Energiezelle und Schmerzstopper. Hm, 4,7 Tage. Boah, die sind ja... Alter, wo sind die? Ja, genau, da kann ich... Das ist ein bisschen zu weit. Nee, das ist ein bisschen zu weit. Ich befürchte ja, dass die jetzt doch ein bisschen... Naja, gut, voraussichtlich. Ja, Ankunftszeit ist immer noch gleich. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Oh, ein Grizzlybär. Ja, komm, den versuchen wir zu zähmen. Grizzlybär klingt praktisch wow, toll. Ein Fehler in einer elektrischen Leitung hatte einen Kurzschluss verursacht und 4800 Watt gespeicherte Energie wurde entladen. Na, das ist ja schön. Jetzt haben wir hier auch noch Feuer. Aber wir haben trotzdem, Stromkreis ist noch geschlossen. Ja, passt. Also es wird jetzt die Batterien, schauen wir mal. Ja, komm, die werden schon aufgeladen. Das passt schon so. Toll, das mit dem Zähmen hat gut funktioniert. Der Grizzlybär rächt sich. Ach, Copeland, warum? Moment. Lauf, Copeland, lauf! Ah, was? Bitte, was? Der hat Copeland mit einem... Alter! Der hat ihm den Kopf abge... Moment. Ja, sorry. Tut mir leid, aber das geht nicht. Also, das geht nicht. Das ist echt, nee, das ist zu hart. Also, dass der denn einfach mit einem Bissen den Kopf abreißt. Also, nee, sorry. Töten wir ihn lieber. Gut, da musste ich jetzt leider laden. Es tut mir echt leid. Aber da musste ich laden, weil... Das war nicht fair. Er hätte doch beim Spieleentwickler bleiben sollen. Und nicht hier mit uns abstürzen auf diesem Planeten. Obwohl der... Nee, da ist er... Hört er gar nicht zur ersten Runde, sondern der war ja vorher schon da. Oder irgendwo anders. So, gut, aber Copeland, komm. Nee, Eichhörnchen... Oh, Grizzlybär rächt sich wieder. Schauen wir mal, ob das jetzt wieder passiert. Ja, Gas, gut. Gas wird den ja hoffentlich töten vorher. Gas, ich habe vollstes Vertrauen in dich. Du hast die Energieschutz-Dingens an. Ah, so schön, wie es schneit. Ja, Gas. Gut, lauf. Ja, Gas macht's richtig. Er schickt ihn zurück. Genau, wunderbar. So, eigentlich könnten wir ihn jetzt zähmen, oder? Wer kann gut mit Tieren bei uns? Tierpflege. Haben wir... Ja, wäre eigentlich hier auch Gas, ne? Gas, bitte retten. Ich frage mich ja, was passiert, wenn man den jetzt rettet? Da bringt man den in so ein Kistchen, oder? Muss ich jetzt wirklich mitgucken? Ja, genau. Leg ihn zu Anton rein. Den Grizzlybären. Den nicht gezähmten Grizzlybären. So, was passiert da jetzt? In Schock durch Schmerz. Körper. Oh. Tod in 2 Stunden.
Ja, das ist nicht so schön. Oh, das Herz wurde von einem Minigeschütz getroffen. Wow. Wie soll man denn das bitte verheilen lassen? So, bin ich jetzt gespannt, wer dem jetzt hilft. Hilft dem überhaupt jetzt jemand? Kommt da jetzt jemand? Ich glaube nicht. Ich glaube, der stirbt jetzt leider, oder? 5, 4, 3, 2, 1, oh oh. Und der Grizzlybär ist tot. Tja, leider. Gut, müssen wir ihn leider verarbeiten zu Fleisch. Ich wollte ihn zwar zähmen, aber naja, ging leider nicht. Aber man muss sagen, eigentlich wäre es ja fies gewesen, wenn wir den jetzt gezähmt hätten. Der hat nämlich vorher wirklich einfach unseren Copeland den Kopf abgerissen. So, komm, hier ein bisschen veredeln. Und es wäre echt gut, wenn da drinnen irgendjemand putzen würde. Genau, ey, danke, ich wollte gerade sagen, super, dass du jetzt da bist. Weil das, wenn das da drin so dreckig ist, das ist gar nicht ideal. Weil da wären nämlich alle dann krank davon. So, wir haben hier noch 25, okay. Gut, die Wand müssten wir rausreißen da unten. Da kommt dann eine Heizung rein. Ja, Lilith, bitte anwerben, ne? Oder priorisiere Essen bringen und... Weiß ich nicht, ne? Je schneller wir den angeworben haben, desto besser. Ja, genau, leg's ihm aufs Bett bei seinen Füßen. Das ist ja sehr toll. Wenn er aufwacht, kann er sofort essen. Schön. Witzig, dass das hier keiner machen will. Gast, das wäre eigentlich für dich gar nicht mal so blöd, glaube ich, wenn du hier... Komm, machen wir mal ein bisschen bessere Waffen für uns. Dann können wir echt mal die ganzen schlechten Waffen, die wir haben, austauschen. Ah, das ist so schön, dass uns das Tier tragen hilft. Hier, Rocco. Das ist nett. So, Wildtiere. Ah, es sind wieder viele Wildtiere da, die wir alle töten werden. Ich muss leider noch so viel töten, weil wir haben Winter und ich konnte mir leider keine Vorräte über den Sommer zulegen für den Winter. Weil meine Felder noch nicht fertig waren. So, ich bin gespannt, wie gut das der ist, der Revolver wird, der den Gaster herstellt. Weil im schlimmsten Fall ist er so schlecht, dass er gleich wieder in die Schmelze wandert. Das ist richtig schön, ja, da stellt man was her. Oh, ein neuer Rekrut, sehr schön. Moment, Gas. Oh, trägt Revolver gut, ja, sehr schön. Juhu, Anton gehört jetzt zu uns. Wo ist er? Da ist er. So, der rüstet sich gerade aus und er darf dann gleich hier den guten Revolver sich nehmen. Und was kann der jetzt so? Mal kurz gucken. Nee, ich wollte eigentlich gucken, was der so kann. Oh, der ist sehr sozial und ist auch gut im Nahkampf. Okay, ja, dann werden wir dem auf jeden Fall hier... Kann dafür kein Arzt sein, okay. Wird auf jeden Fall Aufsehen machen, weil er sehr sozial ist. Jagen auf jeden Fall auch. Ja, die anderen Sachen lassen wir mal auf 3. Großhändler von Moralische Stinum-Gruppe ist da, okay. Ja, schön. Dass die immer in der Nacht kommen, das verstehe ich nicht. Das ist echt ein bisschen komisch. Gut, handle mal mit denen, Gas. So, okay. Was habt ihr denn anzubieten? Wir verkaufen euch auf jeden Fall jetzt mal ein paar Skulpturen. Was auch klar ist, ne? Damit die mal weniger werden. Wobei, Moment, ich werde eh jetzt, glaube ich, hier Kleidung verkaufen, weil ich möchte eh, dass diese ganzen... Ich habe so viel Kleidung, die eigentlich schlecht ist. Die muss ich eigentlich, möchte ich auch komplett verkaufen. Also alles, was irgendwie weniger als 90% Haltbarkeit hat, möchte ich gar nicht haben bei mir. So, 86. Da ist das Zeug mal ein bisschen weg. Und verstopft mir nicht mein Lager.
So, gut. Das ist alles über 90. Da ist noch etwas für weniger. Mit weniger. Okay, und den Rest dann hier mit. Jetzt schauen wir mal, was wir kaufen können. Wir könnten ja Muff... Achso, das sind meine. Nee, Alpaka... Alpaka müssten eigentlich so Tragetiere sein. Ich kaufe mal ein Alpaka. Mal schauen, ob ich dem Alpaka Tragen beibringen kann. Ist ja nicht schön. So, Bauteile kaufen wir... Wow, 30 vielleicht nicht ganz. Wobei, schauen wir mal... gut, Stahl könnte ich hier auch kaufen. Aber schauen wir mal, wie weit wir, wenn wir alle Skulpturen darüber packen. So. Und dann hier ein paar Bauteile. So, ja gut, komm, so machen wir es. Gut, jetzt haben wir einen Alpaka. Gut, das Alpaka kann nur... Okay, das ist doof. Das Alpaka kann nur Leine. Also ich dachte mir eher, dass das so irgendwie ein bisschen Transport hier ist. Ja gut, weißt du was, dann lass, trainieren wir das hier auch noch bei den Viechern. Hunger. Ja, Copeland, du kannst ruhig was essen, ist kein Problem. Was ist das hier eigentlich? Granit? Okay, das ist Granit. Gut, naja, ein bisschen Silber haben wir gemacht und das Lager ist auch, naja, sieht immer noch sehr voll aus. Aber gut. Was macht Copeland eigentlich? Ist okay, der isst jetzt eh einfache Mahlzeit. Gut. Ich meine, ich könnte mir natürlich jetzt auch Tiere züchten zum Töten, nur irgendwie... Also Tiere züchten zum Töten, das klingt zu böse, aber ihr wisst ja, ich muss ja leider überleben. Nur ich denke mir, ich kann jagen ja auch gehen und das ist ja auch nicht so tragisch, oder? Irgendwie. Finde ich jetzt nicht schlimm. Der einzige Nachteil beim Jagen ist, dass sie die Tiere wehren können und mir dann den Kopf abreißen, wie man gesehen hat, ja. So, die Batterien sind wieder voll, das ist gut. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was die alle machen. Okay, die geht jagen. Gass ist im Bett, verstehe ich natürlich. Oh, Geiß rächt sich, ja toll. Wusste gar nicht, dass ich eine Geiß überhaupt rächen kann. Lilith, lauf davon! Lauf, Lilith! Ach so, das... Ach, verdammt. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Das ist nämlich die falsche Richtung. Moment. So. Na, super. Na, toll. Na, toll. Worf, bitte rette Lilith, danke. So, was macht die Geist? Die wird dann ja hoffentlich hier irgendwo... Alter! Danke. Gut, aber die Alpakas, die sind schon, haben schon irgendwie Tragetaschen um. Warum haben die Alpaka? Warum können die Alpaka tragen? Und meine Alpaka nicht? Oder sind das eher so weit Tragetiere? Ja, keine Ahnung. Weil man kann auch Tiere mitnehmen und auf Reise und dann können sie schon tragen. Wahrscheinlich ist das, geht das dann hier bei Alpaka. So, gut, Lilith, so gefährdet ist Lilith jetzt hoffentlich nicht. Nee, die hat nur Rückenschmerzen und Prellungen, okay. Also halb so wild, hätte ich gesagt. Nein, nicht die Hightech-Medizin verschwenden. Ach Gott. Vielleicht sollte ich echt... Standard... Ah ja. Gefangener Kolonist... Und normaler Kolonist, und ich würde sagen, die Hightech-Medizin, bestmögliche Versorgung, Hightech-Medizin machen wir nur in Notfällen, ja. Dann nehmen wir die, hätte ich gesagt. So, Gas hat hier, leichte Maschinenpistole, gut. Hat jetzt irgendwer, Diana hat gar nichts. Warum hat die nichts? Warum hat Diana keine Waffe?
Oder ist es die, die nicht angreifen will? Ich kann mir... Oh, ich war auf einer Party mal 10. Wow, 10-mal auf einer Party gewesen. Ach, okay, Diana kann gar nichts. Stimmt. Also kann ich angreifen. So, normales Repetiergewehr. Ein gutes Sturmgewehr. Leichte Maschinenpistole schlecht. Ja, komm, dann nimmst du den normalen Revolver. Wie sieht es eigentlich mit meiner Gruppe aus? Das dachte ich fast. Dass ich, okay, haben sie genügend Nahrung, das ist gut so. Aber ich befürchte trotzdem, dass es ein bisschen schwierig werden wird. Naja, so, Rambo ist immer noch fleißig am Forschen. Was forscht er eigentlich gerade? Ah, Grundlagen der Mikroelektronik, okay. So, okay. Gut, die jagen jetzt alle. Oder schlafen, eins von beiden. Naja. So. Alle schön schlafen. Taglilie ist erfroren, weil im Winter ist es kalt. Ah, und Lilith ist immer noch nicht ganz geheilt. Er hat immer noch ein bisschen Blutverlust. Gut, die Öfen will auch keiner einheizen, verstehe ich auch nicht ganz, aber wir haben trotzdem, ja, wir haben noch genügend überschüssige Energie. Weil das halt richtig, das bringt 3600 Watt, also die Dinger sind echt, na toll, Sonnenfinster ist auch noch, die Dinger sind echt richtig, richtig gut für Stromproduktion. Nur das Problem ist, wir haben halt, die sind überall auf der Welt verteilt. Da ist noch eins, wo haben wir noch welche? Gut, sonst sind... Ah, da sind noch zwei. Okay, also wir haben da auf jeden Fall noch einige zur Verfügung. Aber da müssen wir richtig weite Strecken mit Strom bauen. Und das Problem ist, da müssten wir auch immer redundante Strecken bauen, weil sonst kann passieren, dass eine Seite ausgeht. Blöd gesagt, wenn ich hier so eine Leitung mache, von dem dann daher und daher, und dann bricht mir da der Strom weg, dann habe ich alle drei nicht mehr im Stromkreis. Ja, das wäre dann nicht so gut. Da muss man nämlich immer dann aufpassen. So, neue Bewegung. Karawane bei Außenposten angekommen. Gut, wir sind da unten, okay. Und wir haben da ein Maschinengewehr. Naja, schauen wir mal. Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall von hinten ran gehen. Oder eigentlich müsste es hier unten auch gehen, oder? Erwischt mich das Maschinengewehr dann? Dürfte mich hier eigentlich nicht erwischen, oder? Oh, das wollte ich so jetzt nicht. Aber gut. Gut, die checken das eh nicht. Ah ja, doch. Jetzt checken sie es. Okay. So, einer ist tot. Durch einen Kopfschuss getötet. Ah, der zweite hat auch einen Kopfschuss erhalten. Das ist sehr schön. Und jetzt ist gerade praktisch, weil gerade Nacht ist. Ja, alle Gegner habe ich nicht besiegt. Ich muss noch den... Das Maschinengewehr muss ich noch kaputt machen. Dazu aber immer zuerst die Solaranlage kaputt machen. Landale, lauf nicht so weit vor. Nicht, dass du vom Kreuzfeuer getroffen wirst. So, jetzt darf Landale daran. Und ihr macht das kaputt. So. Weg hier. Na toll. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, sorry, ich muss nochmal laden. Das war jetzt ein bisschen doof von mir. Ich habe vergessen, dass die Dinger explodieren. So. Toll.
Verdammt. Aber das wäre so gut gewesen. Ich Idiot. Ah, das nervt mich jetzt. Sorry, Leute. Ich mache dafür dreifache Geschwindigkeit. Komm, da müssen wir wieder hin. Das müssen wir schaffen. Heieiei, ist einfach Landale von der Explosion des Maschinengewehrs gestorben. Das ist nicht so schön. So, Lilith kann wieder laufen. Darf sie hier gleich mal eine gute Pistole holen. Oh, es sind wieder haufenweise Wildtiere da. Das ist ja schön. Müssen wir leider alles kaputt machen. Alles töten. So, was ist hier? Warum ist hier dann der Strom? Gut, okay, da war wieder dasselbe Problem wie vorher. Ich habe den Strom gelegt, obwohl hier die Ding noch nicht, die Wände noch nicht da waren. Und wenn der die Wand setzt, dann ignoriert er den Auftrag zum Stromkabel bauen drunter. Das ist ein bisschen das Doofe dran. So, was ist hier eigentlich mit der Wand? Warum will die keiner rausreißen? Weiß man nicht. Manchmal ist wirklich, da wartet man ewig auf Sachen. So, jetzt aber. Sehr schön. Karawane. Genau, die Karawane beim Außenposten angekommen. So, wir sind wieder unten. Also Gott sei Dank ist nicht recht viel schlimmer als vorher. Wahrscheinlich sterben wir jetzt. Weil wir richtig schlecht gehandelt haben. So. Na komm, trefft etwas. Fast. Ha. Nochmal. Okay. Ich dachte, die greifen mich an. Wo greifen die denn an? So, jetzt ist die Frage, ob die wieder fliehen, wenn ich den zweiten töte. Ja, natürlich fliehen wieder. Okay. Dann einmal das Ding. Nein, verdammt, das ist nicht gut. Nein, da, warum? Warum kann das schießen? Nein, nicht schießen. Autsch. Komm, mach das tot. Mach das hin. Schnell. Okay, gut. Passt. So. Aufgabe abgeschlossen. Aber jetzt machen wir wieder Folgendes. Also Kimmy, wir schießen da jetzt von der Ferne drauf. Und schauen wir, bis das hin ist. Wobei, ich muss es ja offensichtlich dann gar nicht kaputt machen. Komm, dann greif doch die Tür Kalkstein im Nahkampf an. Weil wenn wir es eh nicht kaputt machen müssen, dann machen wir es auch nicht kaputt. Weil dann können wir es vielleicht sogar, wir könnten es dann sogar mitnehmen. Ist die Frage, ob wir das wollen oder nicht. So, die Tür muss ich aufmachen, damit ich schaue, dass da, was da so drin ist. Weil vielleicht sind da noch tolle Sachen drin. Ja, tolle Sachen. Wow. So, gut, wir reformieren uns. So, alle wieder mit. Wir nehmen die einfache Mahlzeit mit. Wir nehmen eine leckere Mahlzeit mit. Ist klar. Oh, wir haben Mais gefunden. Das ist ja schön. Bauteile nehmen wir mit. So, Metallschrott, ja, weiß nicht. Schauen wir mal, geht sich noch aus? Okay. Gut, das geht sich eigentlich alles noch aus. Komm, dann nehmen wir das. Hier Stehlampen können wir mitnehmen. Ich sag, alles, was wir mitnehmen können, nehmen wir auch mit. Ist klar, ne? Nehmen wir die Heizung auch mit. Gut, die Betten nicht. Passt. Route wählen, zurück und go. Sehr schön. Gut, haben wir es doch besser gemacht. So, du hast den gegnerischen Außenposten besiegt. Die Bezahlung ist eingetroffen und die Beziehung hat sich verbessert. Und wir haben als Bezahlung, stimmt, das Zeug muss ich dann auf jeden Fall rein. Regal aus Jade. Ein bionischer Arm, sehr gut. Es wäre noch gut, dass das gleich weggetragen wird. Bionischer Arm ist praktisch, weil wenn jetzt bei irgendjemand der Arm komplett kaputt ist, kann ich den operieren und dann, ja. Dann hat er einen bionischen Arm, der vielleicht sogar besser ist als der normale Arm. Ein fortschrittlicher künstlicher Arm. Eingebaute geräuschlose Miniservos verleihen dem Träger extreme Stärke, während die Biogel-Nervenverbindung auch für eine perfekte Kontrolle sorgt. Weiterhin ermöglicht ein Kristallstaubgitter-Heilungssystem erlittene Schaden zu reparieren. Es ist einem biologischen Arm in jeder Hinsicht überlegen. Okay. Gut. Wäre halt gut, wenn wir das schnell wegtragen würden. So, ich hoffe, Landale überlebt das. Bis zurück, weil es ist tiefster Winter. Aber gut, wir haben ja viele Sachen mit. Also der müsste eigentlich gut versorgt sein, oder?
Körper, ja, komm. Gut, die Qualität der Versorgung ist jetzt nicht ideal, aber was soll's. So, gut, sehr schön. Das Päckchen ist reingebracht worden. Ja, und dann würde ich auch sagen, liebe Leute, das ist es dann auch wieder gewesen für heute. Kann leider heute auch wieder nicht mehr überziehen. Ja, aber es hat wieder viel Spaß gemacht. Leider so viel haben wir nicht geschafft heute. Ich meine, ein paar Missionen, ein bisschen Anbaufläche haben wir gemacht, damit wir dann im Sommer wieder anbauen können. Und wir haben den Winter zum Teil getrotzt. Aber ich bin gespannt, wie es dann in der nächsten Folge wieder weitergeht. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.